Ich möchte Ihnen ein weiteres Buch vorstellen aus der Reihe Perlen spiritueller Literatur. Eine Kooperation mit dem Goldmann Verlag. Für nur 4,99 Euro können Sie dieses E-Book bis Februar 2016 erwerben. Und das ist das wunderbare Buch Gespräche mit Seth von Jane Roberts. Ein absoluter Klassiker. Sie wissen sicher, was gechannelte Literatur bedeutet. In den 90er und in den Nullerjahren war das ja regelrecht Mode, dass jeder Erzengel Michael und alle möglichen Wesenheit gechannelt hat mit zum Teil sehr banalen Informationen. Gespräche mit Seth ist da etwas anderes. Jane Roberts hat schon Mitte der 60er Jahre plötzlich angefangen, Botschaften zu bekommen von einer multidimensionalen Wesenheit namens Seth. Und Seth hat eine Sprache, die ist sehr philosophisch, psychologisch, humorvoll, toll zu lesen, literarisch. Also eine ganz eigene, ganz besondere Qualität. Jane Roberts hat jahrzehntelang dieses Wissen gar nicht für sich so annehmen können. Sie hat es einfach nur durchgegeben. Man weiß natürlich nicht, war es vielleicht doch ein Teil ihres Überbewusstseins, aber das ist nicht wesentlich. Wesentlich, finde ich, sind die Inhalte und die sind wirklich hervorragend. Es geht einfach um die auch multidimensionale Qualität unseres Bewusstseins. Wir sind mit ganz unterschiedlichen Welten und Dimensionen verbunden. Und Seth erklärt so ein bisschen, wie wir uns dieser Verbindung mehr bewusst werden können, indem wir zum Beispiel mit unseren Träumen arbeiten, indem wir zum Beispiel mitten am Tag mal 2 Stunden schlafen. Dadurch verbinden wir uns immer öfter auch mit dieser anderen Dimension, die uns letztlich auch das Leben leichter macht. Ich lese mal einfach eine ganz kleine Kostprobe daraus vor. Seth sagt: Euch steht das Wissen eurer gesamten multidimensionalen Persönlichkeit zur Verfügung. Wenn ihr dies einmal begreift, dann wird euch das in die Lage versetzen, die Probleme und Aufgaben, die ihr euch gestellt habt, in eurem Sinne schneller zu lösen. Außerdem werden hierdurch eurer Schaffenskraft weitere Wirkungsbereiche eröffnet. Und das ganze Stück oder die Aufführung profitiert davon. Aufführung, damit meint er, unser ganzes Leben ist wie ein Theaterstück. Wir sind vielleicht die Regisseure, können aber auch die Beobachter sein. Und die Schaffenskraft, also die Schöpferkraft, ist auch ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch. Also, Gespräche mit Seth von Jane Roberts, ein wirklich tolles Buch. Jetzt als E-Book, als Perle der spirituellen Literatur für 4,99 Euro erhältlich bis Februar 2016.